Hey Leute, ich befinde mich gerade in Amsterdam, aber ich habe mir gedacht, ich mache trotzdem ein kleines Q&A, weil ein paar Fragen von euch reingekommen sind. Und die möchte ich jetzt einfach ganz entspannt hier so in dem kleinen Hinterhof von unserem Airbnb beantworten. Fangen wir also direkt an. Die erste Frage kommt von Daniel Gesner und der fragt Hashtag AskMaxel, Fingerabdrucksensor lieber vorne oder hinten? Und ich würde sogar sagen, lieber hinten. Viele sagen, vorne ist besser, weil wenn das Handy auf dem Tisch liegt, man dann einfach den Finger nur vorne drauf halten muss und nicht das Handy hochheben muss. Aber ich finde einfach, die natürlichere Position ist, wenn der Fingerabdrucksensor hinten ist, weil man einfach so, wie gesagt, eine natürlichere Bewegung hat und mich dann auch einfach nicht stört, das Handy einfach mal vom Tisch zu nehmen. Dann kommt die nächste Frage von Via Biker, der fragt Hashtag AskMaxel, wenn du für einen Tag dein Leben mit wem anders tauschen könntest, wer wäre das? Und mir fällt im Moment zum einen Peter McKinnon ein, oder auch Sam Calder. Und das ist einfach der Grund, weil Sam Calder reist viel, er macht dann viel Cinematic Shots und macht eben dann auch viel sozusagen Travel-Videos und hat dann eben auch viel mit Kameras zu tun und setzt es einfach auch saugeil in Szene. Und wie gesagt, ich möchte jetzt auch so ein bisschen in die Cinematic-Travel-Vlog-Richtung gehen und deswegen würde mir das sehr gut gefallen. Und zum anderen eben Peter McKinnon, weil er sehr, sehr viel mit Kameras rumspielt und einfach da die Möglichkeit hat, auch viele Kameras zu testen und sich einfach extrem gut damit auskennt. Und mit Tech-Reviewern möchte ich eigentlich gar nicht so tauschen, weil ich eigentlich dieselben Möglichkeiten habe, Geräte zu testen, außer halt auf Presse-Events zu kommen. Aber das ist jetzt nicht wirklich das, was ich unbedingt möchte. Deswegen eher Sam Calder und Peter McKinnon. Dann kommt eine ganz simple Frage von Lern Drobo, der fragt Hashtag AskMaxel, wie alt bist du eigentlich? Und ich bin 16 Jahre alt, ich werde im März 17, das heißt, ich bin gerade so mittendrin, so 16,5 ungefähr. Und ja, eigentlich eine ganz simple Frage, jetzt hast du sie beantwortet bekommen, ich bin 16 Jahre alt. Dann fragt Benjamin Scherer, wird YouTube dein Beruf werden? Und das wird ganz klar nicht der Fall sein. Ich habe andere Möglichkeiten, habe auch schon andere Ideen, was ich machen möchte und wie ich das eben auch in Angriff nehmen werde sozusagen. Und YouTube wird eigentlich immer nur mein Hobby bleiben, werde es auch regelmäßig nebenbei machen. Ich werde auch auf keinen Fall irgendwie in naher Zukunft aufhören. Und wie gesagt, YouTube wird auf keinen Fall mein Beruf werden, weil ich das auch einfach irgendwie nicht möchte, sondern einfach nur so nebenbei als mein Hobby haben. Und wenn es gut läuft, dann freut mich das, dann läuft es gut. Und wenn es nicht so gut läuft, ist es auch nicht so schlimm. Ich werde trotzdem Videos machen, weil ich einfach extrem Spaß daran habe. Dann kommt die nächste Frage von Kilian Neumann, der fragt Hashtag AskMaxel, hast du noch etwas Größeres geplant für deinen YouTube-Kanal? PS, ich wohne circa eine Stunde von dir entfernt. Also zuallererst, wenn du willst, können wir uns auch gerne mal irgendwie treffen. Ich bin da recht offen oder wir treffen uns einfach mal so zufällig. Wir können auch Bilder machen und alles mögliche oder einfach mal eine Runde quatschen. Ich weiß nicht, ob in meiner Reichweite so Bilder so extrem toll sind, aber wie gesagt, ich bin da ziemlich offen und wenn wir uns mal treffen oder wenn du Lust hast, dich einfach zu treffen, schreib mich an und dann machen wir das irgendwie aus. Und zum anderen eben geplant für meinen YouTube-Kanal habe ich im Moment nichts Größeres, außer eben die Änderung, dass ich jetzt auch eben so Cinematic Travel Vlogs machen möchte, das eben auch sehr, sehr cool aufziehen möchte. Deswegen dauert es auch immer ein bisschen, bis die Videos dann eben kommen. Technik wird weiterhin aber das Hauptthema auf meinem Kanal bleiben und das wird auch regelmäßig kommen, eben nur nicht diese Travel Vlogs. Und was etwas Größeres ist jetzt eigentlich nur noch eben dieses Samsung Reviewer Team, wodurch ich eben durch Kilian oder beziehungsweise eine Review reingerutscht bin und da eben gewonnen habe und die Möglichkeit habe, das S9 Plus zu testen und dadurch eben mit Samsung so ein bisschen in Kontakt treten kann, aber mehr ist eigentlich nicht geplant und ist auch irgendwie nicht, sage ich mal, erreichbar für mich. Dann fragt tubepro.de und YouTube Forum eben Hashtag AskMaxel, welche Abozahl möchtest du unbedingt erreichen? Und ihr denkt jetzt bestimmt, ich sage irgendwie 100.000, 1 Million, sonst irgendwas. Ist aber gar nicht der Fall, weil so 5.000 bis 10.000 mein Ziel sind und damit bin ich zufrieden, weil es einfach so eine schöne Zahl ist, die so mittendrin ist. Man hat gewisse Zuschauerzahlen, man hat jetzt aber auch keine Zuschauer, beziehungsweise hat jetzt auch nicht keine Zuschauer. Und wie gesagt, das ist so meine Lieblingszahl, die ich eigentlich erreichen möchte, weil es einfach so ein schönes Mittendrin ist und man einfach nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein. Und dann kommen wir zur vorletzten Frage und die ist von Fabian und er fragt, machst du das Review noch öffentlich? Und die Frage ist eben zu meinem Tweet, wo ich geschrieben habe, dass ich beim Samsung Galaxy Reviewer Team eben mit dabei bin und die Möglichkeit habe, das S9 Plus zu testen. Und da hat er eben gefragt, ob ich das Review, was ich dafür drehe, auch auf meinem Kanal hochlade. Und ich habe vor, es hochzuladen, muss es aber noch mit Samsung abklären, ob sie mir das erlauben, weil sie meinen, man soll mit ihnen da Rücksprache halten. Aber ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, dass ich es hochladen kann. Und da werdet ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen können, weil ich sehr, sehr groß aufziehen möchte. Und ja, wie gesagt, ich werde mich darum kümmern und euch auf dem Laufenden halten. Und dann kommen wir zur letzten Frage und die ist von meinem Kollegen Uncut Reviews und er fragt, Basketball oder Erdbeeren? Und hier ganz klar Basketball, weil ich einfach den Sport sehr, sehr gern mag, es auch privat im Verein spiele und da ist mir Basketball deutlich lieber als Erdbeeren.
So, und dann war es das mit dem Hashtag AskMaxel 7.0. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!